Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema aus 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Lasst euch niemand verführen, er kommt nicht, Christus kommt nicht oder dieser Tag des Herrn, Christus kommt nicht, bevor nicht der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Dieser Abfall wird landläufig immer auf einen geistlichen Abfall vom christlichen Glauben bezogen, macht aber hier in der Stelle keinen Sinn, weil das speziell um Israel geht. Paulus sich hier auf den Antichristen bezieht, der kommen soll, dieser Mensch der Sünde. Israel ist aber dann nicht im Glauben mit Jesus Christus und kann von daher auch nicht abfallen. Diese Art der Auslegung, die mag möglich sein auf die Christenheit, die am Ende der Zeit abfallen wird, weltweit. Das mag sein, das sehen wir wahrscheinlich auch. Aber hier in diesem speziellen Vers hat das eine andere Bedeutung. Darauf hat mich jemand gestoßen oder geschubst, gebracht im Kommentarbereich von einem der vorigen Videos. Vielen Dank dafür. Als ich das gelesen habe, hat mich das elektrisiert, ja, weil das, was er schreibt, genau in dem Zusammenhang steht, was wir bisher auch schon uns angeschaut haben. Also ganz herzlichen Dank dafür. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Hinweis gewesen. Und ich glaube, wenn man diese Kenntnisse mal hat, dann wird jeder Bibelvers, den man in der Beziehung liest, bekommt dann irgendwo eine neue, gute, biblische Bedeutung. Und dieser Hinweis, der hat mich auch dazu geführt, und das nochmal genau anzuschauen und darüber nachzudenken. Der Kommentator, der hat mir geschrieben, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe, dass das kein geistlicher Abfall ist, sondern der Abfall des Nordreichs vom Südreich. Wir gehen ja davon aus, dass Israel in der letzten Zeit auseinanderbricht. Der moderne Staat Israel bricht auseinander wie zur Zeit von Jerobeam und Rehabeam, wird also das gleiche Schicksal erleiden und kommt damit überein mit dem, was wir im Alten Testament schon sehen, dass nämlich die Propheten, die von der Endzeit reden, immer wieder unterscheiden zwischen Ephraim im Nordreich und Jerusalem und Juda im Südreich. Die gehen also in der Endzeit von einer erneuten Teilung des Volkes Israel aus. Das hat auch niemand groß auf dem Schirm. Das sind so Themen, die wir hier behandeln. Aber in diesem Zusammenhang würde diese Art der Auslegung allerbestens passen. Ja? Paulus sagt, Jesus kommt nicht wieder, es sei denn, dass zuvor der Abfall des Nordreichs vom Südreich kommt und das Kind des Verderbens, der Mensch der Sünde, offenbart wird. Das ist das, was Paulus hier meint. Wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass das, was Paulus mit den Thessalonichern bespricht, theologisch ein weitaus höheres Level hat, als man das im Allgemeinen den Versen zugestehen möchte. Und diese Art der Auslegung, dass es hier nicht um einen geistlichen Abfall vom christlichen Glauben geht, der zu der Zeit für Israel ohnehin nicht passt, ja, weil Paulus kannte nur einen Abfall vom christlichen Glauben, aber dieser christliche Glaube ist in der Endzeit nicht. Deswegen kommen ja alle die Dinge in der Endzeit über dieses Volk Israel. Das passt extrem gut in das, was wir bisher angeschaut haben. Ich zeige euch das mal im Detail an der Wortbedeutung, ob diese Deutung möglich ist. Wenn das vom Griechischen her erlaubt ist, dann liegt es unbedingt nahe, diese Bedeutung hier zu sehen, die dann auch sinnig wäre, die dann auch passen würde in die endzeitlichen Strukturen. Und ein weiteres Mal wird deutlich, dass Paulus sich extrem gut auskannte in diesen ganzen Themen und mit den Thessalonichern auf einem biblisch sehr hohen Niveau und in einer bisher wahrscheinlich nicht unterstellten Tiefe gesprochen hat. Wir schauen uns mal die Wortbedeutung im Einzelnen an. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 steht, lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, Christus kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Dieser Abfall wird zumeist auf einen geistlichen Abfall vom Evangelium innerhalb der Christenheit gedeutet. Wir schauen uns den Vers auch nochmal im Griechischen an. Da steht, no one you should deceive in not one way, because, oder it will not be, if not shall have come the apostasy. Apostasia, das ist dieser Begriff mit der Strong Nummer 646. Because if not shall come the apostasy first, and shall have been revealed the man of lawlessness, the son of destruction. Es geht uns also hier um dieses Wort Apostasia, Strong Nummer 646.
Und die sieht man hier, hier oben sieht man den Bibelvers, lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er, Christus, kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Und hier oben bei Abfall sieht man die Strong Nummer 646. Hier unten sieht man in der Erklärung nach Kautz dieses Wort 646 Apostasia, ursprünglich von 647, wörtlich das Abstehen, Substantiv feminin, gräzisiert der mathematische Abstand oder auch die Revolte oder Rebellion. Da sieht man schon, dass man den Begriff auch anders deuten kann, also nicht unbedingt auf den Abfall in geistlicher Hinsicht vom christlichen Glauben, sondern auch in Bezug auf eine Revolte oder Rebellion. Hier steht dann noch Römisch 1, der Abfall, erstens vom religiösen Lossagen von, da wird dann Josua 22, Vers 22, 2. Chroniker, Jeremia 2, 19, Apostelgeschichte 21, Vers 21 und 2. Thessalonicher 3, Vers 3 erwähnt. Die könnt ihr selber mal nachschlagen, wenn ihr wollt. Ich blende hier mal über. Hier sieht man auch, dass das Wort Apostasia verwandt ist mit den Strongnummern G1370 und G868. Die schauen wir uns gleich noch an. Hier sieht man nochmal die Strongnummer 646. Das Wort Apostasia wird zitiert an zwei Stellen im Neuen Testament nur. Und zwar einmal Apostelgeschichte 21,21 und 2. Thessalonicher 2, Vers 3. In Apostelgeschichte steht, sie sind aber berichtet worden wider dich, dass du lehrest, von Moses abfallen alle Juden. Also dieses Abfallen heißt auch sich abwenden, abkehren von, hier auch in einem religiösen Zusammenhang gemeint und dann auch der Vers in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, den wir schon angeschaut haben. Hier oben sieht man so halb verdeckt, da steht, der Wortursprung stammt von dem Wort mit der Strongnummer 647. Und den schauen wir uns hier mal an, das ist das Wort Apostasion. Und da steht hier Ableitung vom medizinischen 868, wörtlich das zum Abstehen Gehörige, Substantiv Neutrum, gräzisiert juristischer Terminus technicus für die Übergabe, zum Beispiel bei einem Kauf, einer Grundabtretung und dergleichen, beinhaltet Verzicht auf Anspruch, auch die Trennung, die Entlassung oder die Ehescheidung. Römisch 1, der Scheidungsbrief, Ziffer 1, der Scheidebrief, welchen der Mann seiner Frau bei ihrer Entlassung aushändigte. In den rabbinischen Schulen zur Zeit Jesu gab es verschiedene Ansichten darüber, aus welchen Gründen ein Mann seine Frau entlassen dürfte. Und dann verschiedene Bibelstellen. Und dann kommen wir wieder zurück hier zu dem Wort Apostasia und schauen uns noch diese beiden Begriffe an, 1370 und 868. Das ist einmal das Wort Aphistemi mit der Bedeutung abtrünnig machen oder jemanden zur Revolte anstacheln bzw. aufhetzen. Was auch sehr gut in den Zusammenhang passt von dem, was wir hier behandeln und durchdenken, nämlich die Abspaltung des nördlichen Teiles Israels vom südlichen. Und dann noch der Begriff Dichostasia, 1370, Ableitung von 1364 und 4714, wörtlich zwei Standorte, wie sie dann auch entstehen würden, nämlich ein Standort im Norden, ein Standort im Süden, Substantiv feminin, römisch 1 die Zwistigkeit, Ziffer 1 die Entzweiung, die Spaltung, Uneinigkeit, Teilung, Verunreinigung. Also auch eine relativ große Bedeutungsspanne. Und hier unten sehen wir dann wieder die ursprünglichen Strongnummern G646 und G868. Und die 646 war unsere Ausgangsposition bei der Betrachtung von 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Soweit also mal unser Wortstudium. Ja, wir sehen also jetzt, dass diese Deutung den Abfall auf die Abspaltung des nördlichen Teils Israels vom Süden zu deuten, möglich ist vom Griechischen und deswegen auch unterstellt werden kann und angenommen werden kann. Das würde bedeuten, dass Paulus hier genau das sagt, was wir auch in schon vielen Clips bisher uns angesehen haben, insbesondere in dieser Reihe die Teilung Israels, wo ich im Detail auch mal gezeigt habe, wie man das aus der Bibel, aus dem Alten Testament ableiten kann und was für die Endzeit zu erwarten ist, dass nämlich Israel auseinanderbricht in einen nördlichen und einen südlichen Teil, hier von Paulus auch bestätigt durch diese Bezeichnung Abfall. Es kommt erst der Abfall, also nicht im Sinne vom Glaubensabfall, sondern die Abspaltung des nördlichen Teils vom südlichen Teil in Israel. Und zur gleichen Zeit, also unmittelbar danach, wird der Fürst, der kommende Fürst, einen Bund machen mit den vielen. Das heißt, ich rede jetzt mal einfach so, wie wir es bisher auch besprochen haben in den Clips. Wer die Clips nicht kennt, bitte erst anschauen. Ja?
Der kommende Fürst, der steht in Daniel 9 in engster Beziehung zu Antiochos Epiphanes. Und dieser antike Antiochos Epiphanes, der kommt in der Endzeit wieder auf. Der wird aus Syrien sein, aus Damaskus. Und der muss, weil er selber so in seiner Macht reduziert ist, weil Syrien so zerschlagen ist und Damaskus als Stadtstaat übrig geblieben ist, deswegen wird er ja auch als kleines Horn bezeichnet, nicht als großes Horn. Deswegen muss der Antichrist in Damaskus einen Bündnispartner suchen. Und der abgespaltene Norden Israels, der ist nur noch eine unstrukturierte Volksmenge. Die haben nicht mehr die Zeit, eine Regierung zu bilden oder eine Armee aufzustellen oder sich irgendwie sonst politisch zu organisieren. Und die suchen natürlich auch irgendwo einen Bündnispartner. Und diese beiden, die gehen in ein Bündnis miteinander. Und diese Art von Bündnis zwischen Syrien und respektive Damaskus, diesem kleinen Horn, was sehr schnell wächst, aber zu der Zeit noch klein ist, und Israel, dem Norden Israels, ist etwas, was die Bibel kennt. Das ist etwas, was in Jesaja 7 schon beschrieben wird, im Syro-Ephraimitischen Krieg. Syrien und Ephraim kämpfen gegen Juda und Jerusalem. Das heißt, diese endzeitliche Koalition, die wir hier sehen, die gibt es schon mal im Alten Testament. Das ist gar nichts Neues. Und ich glaube, dass Paulus sich auch darauf bezieht. Dieses kleine Horn, dieser Antichrist in der letzten Zeit, der ein politischer Herrscher ist, der wird ein Bündnis eingehen mit den vielen. Warum denn mit den vielen? Warum steht da nicht mit Israel? Weil Israel dann auseinandergebrochen ist. Warum steht da nur mit den vielen? Weil der Norden Israels, Ephraim, nur eine unstrukturierte Volksmenge ist. Keine politische Struktur besitzt. Ja? Der Antichrist wird diesen Bund nicht aus einer Position der Stärke schließen, sondern aus einer Position der Schwachheit. Denn er ist ein kleines Horn. Die brauchen sich gegenseitig. Und deswegen gehen die in ein Bündnis miteinander. Wie lange? 7 Jahre. Wenn dieses Bündnis aber 7 Jahre dauert, dann würde ja die Abspaltung Israels und das Aufkommen des Antichristen, der einen Bund eingeht mit Israel, ziemlich genau zur selben Zeit passieren. Ja, das sagt ja auch Paulus. Erst kommt der Abfall des Nordreichs vom Südreich und dann wird offenbar werden der Mensch der Sünde, das Kind des, der Mensch des Verderbens, das Kind der Sünde. Ja? Und das ist genau das, was wir im Alten Testament schon haben. Mit Pekach und Rezin, Jesaja 7, Syro-Ephraimitischer Krieg. Und genau das beschreibt Paulus hier. Und damit bekommt die ganze Sache dann auch Sinn. Denn in Israel gibt es in dem Sinn dann noch gar keine Menschen, die an Jesus Christus glauben, die vom Glauben abfallen könnten. Deswegen macht die bisherige Auslegung im engeren Sinn auf Israel, auf diese letzte 70. Jahrwoche, gar keinen Sinn. In Israel wird auch nur ein Überrest zum Glauben kommen, nämlich wenn die Stadt Jerusalem wiedergeboren wird. Nur die Stadt Jerusalem kommt zum Glauben an Jesus Christus. Diese Gläubigen dann fallen aber nicht ab vom Glauben, von denen ist kein Abfall in der Bibel irgendwo erwähnt. Die werden sterben um ihres Glaubens willen. Ja? Also auf die passt diese Bezeichnung doppelt nicht, denn erstmal kommen die ohnehin erst später und zum Zweiten werden die nicht vom Glauben abfallen, sondern für den Glauben an Jesus Christus ihr Leben lassen. Diese Erklärung dieses Abfalls, den Paulus hier erwähnt, also auf einen Abfall vom christlichen Glauben, passt nicht. Ja? Aber dieser Abfall, diese Abspaltung des nördlichen Reiches vom südlichen Reich passt wie die Faust aufs Auge. Ja? Und daran sieht man, dass Paulus diese Strukturen im Detail kannte und uns hier weitergibt. Das ist ein großes Ergebnis. Ja? Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank für den Hinweis. So einen Hinweis hätte ich mir eigentlich von den angesprochenen Theologen erhofft. Ja? Der kommt jetzt von Ihnen. Ganz herzlichen Dank dafür. Das gibt uns viel Licht. Jetzt sind wir natürlich hier an einem absoluten zentralen Vers bezüglich Entrückung, Antichrist, Endzeit, 70. Jahrwoche, Abfall, Abspaltung Israels. Und dieser Vers fügt sich wunderbar in diese Sicht, die wir an anderer Stelle ja schon gehabt haben, fügt er sich wunderbar ein. Ja? Das ist etwas Großes. Das ist etwas, wo wir zum Kern der Bedeutung der Worte in 2. Thessalonicher 2 vordringen können. Ein weiteres Mal. Ja? Und das ist für mich ein Zeichen, wo ich sage, hier bewegt sich was in der Bibel. Hier öffnet sich Gottes Wort. Hier wird plötzlich die Bibel wird lebendig. Die gibt sich uns zu erkennen. Das ist Gottes Wort an uns. In so einer Zeit wie heute. Und deswegen glaube ich, dass Endzeit ist. Ja? Nicht wegen irgendwelcher politischer Strukturen oder politischer Verwerfungen, die wir sehen.
Das geht sicher damit auch einher. Für mich ist ein Zeichen für die Endzeit das, was wir alles plötzlich finden können in der Bibel und was sich vor unseren Augen ausbreitet. Ja? Wenn das so ist, da kommt Jesus bald wieder. Dann ist Zeit für uns zu heiligen, die Häupter zu erheben, mutig zu sein, zuversichtlich zu sein und die Zeit zu nutzen, das Evangelium Jesu Christi weiterzugeben an Menschen, die keine Hoffnung haben. Ja? Ich wollte euch das gerne mitgeben. Ich finde das gigantisch. Ja, das beschäftigt mich. Ich habe das gelesen jetzt gestern Abend und das hat mich die ganze Nacht über beschäftigt. Ich habe da noch eine Wortstudie jetzt zugemacht. Das was Großes. Und ich freue mich geradezu kindlich darüber, wie exakt die Bibel ist. Ja? Obwohl wir hier eine andere Sicht vertreten vielfach, als das der Mainstream tut. Ja? Und wir kommen zu so tiefgreifenden Ergebnissen, als ob die Bibelverse wie so Magnete aneinander springen und die Struktur steht. Ja? Und überall, wo man hinschaut, jeden Vers, den man umdreht und genauer anschaut, bestätigt das eigentlich nur mehr. Ja? Das ist schon was Großes. Und die gegenseitige Absicherung von Bibelstellen, jetzt 2. Thessalonicher 2 mit dem Syro-Ephraimitischen Krieg in Jesaja 7 oder Aussagen in Joel und Sacharja und die Wortstudie, ich glaube, da sieht man dran, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, ja, sondern dass das belegbar ist und belegt ist am Grundtext und am biblischen Zusammenhang. Ich finde das einfach wunderschön. Ja? Gottes Wort ist wahr. Und es lohnt sich, na wie Paulus sagt, Gottes Wort ist aller Annahme wert. Ja? Deswegen lasst uns die Zeit nutzen, zuversichtlich sein. Es gibt sicher noch mehr Verwirrungen und noch mehr Verwerfungen, aber der Herr kommt. Ja? Daran halten wir fest und das ist auch unsere große Hoffnung, Jesus Christus. Ja? Bei all dem, was wir an Wissen hier auch sammeln und uns freuen dürfen über Gottes Wort, bleibt er das Zentrum in Person. Er ist der Herr des Wortes. Ja? Nicht unser Wissen oder unser Verstand oder unsere Erkenntnis, sondern er, Jesus Christus. Da treffen wir uns auch immer wieder und mit anderen Geschwistern. Ja? Da besteht auch Einigkeit und das ist wichtig und schön. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.